Hey, Digi von Planet Hollywood hier und ich sitze hier mit Peter Bursch, legendären Gitarrenautor. Peter, wie geht's dir? Mir geht's gut. Herrliches Wetter hier, gute Musik und macht riesen Spaß. Wir sind hier auf der Musikmesse in unserem Trailer. Was machst du hier? Was gibt's Neues von dir? Ja, ich stelle einmal ein neues Buch vor, bin bei meinem Verlag hier und mache da verschiedene Interviews, Autogramme und. Es kommen auch viele Musikgeschäfte, die Termine mit mir hier haben, die wollen gerne Workshops machen, wollen mich mal einladen in den Laden und dass ich da mal spiele und auch mit den Leuten spiele, die nach meinen Büchern lernen und so. Dann habe ich einen neuen Tonabnehmer entwickelt für Akustikgitarre, dass man jede Saite einzeln einstellen kann. Das konnte man bisher nicht. Für uns Musiker auf der Bühne war immer eine Katastrophe, wenn eine Saite riss, musste eine neue Saite aufziehen, dann war der Akustiktonabnehmer immer verstellt und ist dann sehr aufwendig, das wieder richtig hinzukriegen. Und jetzt haben wir endlich einen Tonabnehmer, wo wir zack, eben kurz mit dem Regler das nachstellen können und so. Ja, und habe hier viele Termine, viele Gespräche, treffe viele Musiker und spiele da und dort bei Jam Sessions mit oder spiele am Stand bei meinem Fongreiter Verlag oder sonst wo. Cool. Also in Deutschland, ich kenne selber sehr viele Leute, die einfach mit deinem Buch angefangen haben und man erkennt dich ja auch. Was für Reaktionen gibt es denn auf der Straße? Ach ja, klar, hier jede 10 Meter, die ich gehe, sprechen mich die Leute an, wollen Fotos mit mir machen, wollen Autogramme haben und haben nach meinen Büchern gelernt oder sagen mir, hör mal, wenn du nicht wärst, wäre ich jetzt hier nicht auf der Messe und so. Also, das ist schon toll. Ist schon Ehre, macht, ne? Ja, macht Riesenspaß. Also, danke dafür erstmal von allen Musikern, ja. Von allen Gitarristen. Du bist aus Duisburg. Wann kommst du denn bei uns beim Planet Hollywood besuchen? Ja, würde ich gerne. Also vielleicht können wir auch mal ein kleines Konzert machen, ein bisschen spielen. Oder Leute bringen Gitarren mit, die spielen mit den Leuten im Laden. Also sowas mache ich gerne. Apropos Konzerte, wann kann man dich vielleicht live sehen demnächst? Ja, ich habe jetzt viele Workshops. Bin im Mai wieder auf so einer kleinen Workshop-Tour. Ich habe noch meine uralte Band Bröselmaschine seit 1968. Touren wir, spielen wir natürlich jetzt in der letzter Zeit nicht mehr so viel, aber es macht noch immer riesen Spaß und die Leute wollen gerne diese Musik hören. Und wir spielen im Juli, Ende Juli in Mülheim auf der Freilichtbühne. Das ist eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, es ist der 24. Juli. Ich bin mir nicht sicher, welcher Tag das ist. Dann sind wir Burgherzberg-Festival. Also wir spielen ein paar Festivals im Sommer. Man kann alles auf meiner Webseite sehen, wo ich bin, was ich mache und mir auch schreiben. Also gut. Ich bin leicht erreichbar. Danke, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Musikmesse. Ja, und auch für euch viel Erfolg hier. Vielen und Dank. Dass alles gut läuft und ich hoffe, wir sehen uns. Wir sehen uns in Duisburg. Planet Hollywood, yes. Ja, danke schön. Okay.